Hi Leute, willkommen zu einem weiteren Video zu unserem Clash Royale Free-to-Play-Account. Heute, wie ihr seht, ist sogar Ostern, Kronenjagd, nur dieses Wochenende. Ja, wir haben gerade Samstag, das heißt, ich habe einen Tag schon verpasst. Aber es ist okay, verdiene dieses Wochenende Kronen, um dir Barbarenentwicklung-Fragmente, exklusive Emotes und mehr zu sichern. Können wir uns mal anschauen, wir gehen mal auf los. Die Kiste eröffnen wir irgendwann mal noch, wie gesagt. Aber hier können wir Belohnungen bekommen für Kronen. Ich weiß nicht, wie viel Kronen man insgesamt braucht. Ich glaube 150. Ne, 100 nur, Tatsache. Okay, 100 Kronen und wir bekommen dafür ein paar Dinge. Also zum einen bekommen wir 5000 Gold, was ganz gut ist. Und gewöhnliche Karten, ja, müssen wir halt hoffen, dass wir die bekommen, wo wir wollen. Einen exklusiven Emote. Tauschmarken bringen uns nichts. Kanonier schalten wir dann frei, was ganz geil wäre eigentlich sogar wirklich. Ein ein Joker-Fragment für den Barbar. Nochmal limitierten Emote mit 50 Gems, glaube ich mal, steht da. Und dann geht es hier weiter und dann haben wir nochmal zwei. Das heißt, wir können insgesamt drei Barbaren-Evolutions-Shards bekommen, was ganz cool ist. Bisschen schade, dass es vom Barbar ist und nicht einfach selbst aussuchend ist, aber nehmen wir vielleicht mal mit. Mal gucken, wie weit wir es kommen. Wollte ich mal gesagt haben. Dann gucken wir mal in den Shop rein. Ja, wieder ein Little Prince für 2,50. Das ist wirklich wieder böse. Aber ja, was haben wir denn hier? Tatsache nichts Besonderes, die 1500 Gold sind free, deswegen nehmen wir die mit. Den Rest brauchen wir nicht. Und die Kiste hier können wir schon mal so. Heute geht es nämlich um die Elektro-Buff-Herausforderung. Ich bin gerade ein bisschen lost, sorry. Genau, die machen wir jetzt gleich dann. Ich weiß gar nicht, ob das. Ja, wir müssen. Ich gucke dann mal, worum es da geht, weil ich weiß es gerade nicht, um ehrlich zu sein. Wir öffnen erstmal noch die Silbertruhe hier, 500 Gold, 19 Joker nehmen wir mit und 3 Mini-Packer. Joker, wie viele Joker haben wir denn? Sind wir überfüllt? Ne, sind wir nicht. Okay, gut, so. Naja, das lassen wir erstmal so sein und vom Turnier kriegen wir Saisonmarken, das letzte Mal für diese Season. Wir gucken mal, was wir uns dann holen, weil die Legendary Jokers haben wir schon gekauft und alles. Wichtige haben wir eigentlich schon, vielleicht gehen wir dort auf den Tesla. Wir gucken mal am Ende nochmal, worauf wir genau hingehen. Erstmal für euch, damit ihr die Belohnungen seht, also man kriegt 500, dann kriegen wir nochmal 500, 500, dann 600 beim vierten Sieg, fünfter Sieg ist nochmal 600, sechster Sieg ist 600, siebter Sieg ist 800, achter ist auch 800, neunter ist auch 800, zehnter ist 1000, elfter 1500 und dann kriegt ihr halt einen Banner-Hintergrund. Ja, ist jetzt nicht wunderbarer Banner-Hintergrund, aber nehmen tut man ihn mit, wenn man ihn bekommt, ne? Und ich würde nicht lange warten, sondern würde sagen, wir gehen hier Elektro-Buff-Herausforderungen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, aber nicht, worum es da geht. Steht hier irgendwas drin? Nee. Okay. Ich glaube nicht, dass es die Blitz-Herausforderung ist. Die haben wir ja schon mal auch gemacht. Nee, nicht Kartenmeisterung, sondern. Na komm, Karten. Perfekt. Ja, jetzt die Frage, was wollen wir hier spielen? Ich weiß nämlich nicht, was für Karten wir benutzen sollten. Oder, ja, oder welches gut ist. Ich glaube jetzt einfach mal, ich baue jetzt einfach mal ein klassisches. Wobei, wir machen einfach mal 2.6. Ich bin damit zwar nicht gut, aber ich würde mal sagen, einfach mal so zum Gucken, worum es im Turnier geht. Danach können wir ja mal ein richtiges Deck dann bauen. Aber ja, deswegen gucken wir mal. Also warte, was habe ich denn? Dich brauche ich noch, Tisch brauche ich noch. Wer es nicht kennt, 2.6 ist eigentlich ein Klassiker-Deck. Sollte jeder eigentlich kennen. So, nämlich dieses hier. Evo kann man hier nicht benutzen, nehme ich mal an. Aber es ist egal. Wir gehen so und wir probieren einfach mal und wir gucken, wie wir vorankommen, wie es wird. Vielleicht ist es auch ganz normal, aber ich weiß es nicht, worum es im Turnier geht. Bisher noch normal. Okay. Der Tesla Elektrokarten haben also einen Rage-Effekt. Das macht es desto trauriger, dass wir keine Elektrokarten genommen haben. Aber das gibt uns wenigstens zu wissen, dass wir keinen Nachteil haben. Ist gut. Okay, dann bauen wir uns halt ein Full-Elektro-Deck später. Ich weiß zwar nicht, ob der Funky und so dazu zählt, das können wir jetzt nicht wissen, aber ja. Mal gucken einfach mal. Vielleicht, vielleicht ja auch nicht. Keine Ahnung. Wir gucken mal, welche Karten dazu zählen, welche nicht. Die gute Sache ist, wir sind im Vorteil derzeitig und es gefällt mir. 2.6 müsste ich mit dem Deck trotzdem gewinnen können, wenn ich mich ein bisschen anstrenge. Deswegen wird es schon, glaube ich, klar gehen.
So. Dann machen wir direkt wieder sowas hier. Tesla kommt rein, sollte aber zum hoffentlich schnell genug sterben. Ja, wir kriegen noch zwei Hits raus. Oder mehr, wenn er nichts macht. Okay. Ah, leider nur ein Hit. Aber es ist in Ordnung, nehmen wir mit. Ja, da muss ich noch loggen. Ich will nicht, dass er zu viel Schaden rauskriegt. Das ist aber fein. Wir sind definitiv im Vorteil, das ist schon mal gut. Zum Glück haben die anderen Karten keinen Nachteil, sonst wäre es echt schwierig geworden. Ich glaube, wir gehen einfach wieder mit Eiskohle und Schweinereiter rein. Denn warum nicht eigentlich, ne? Agent ändert aber nichts in der Situation hier. Machen wir so. Ja. Ein Hit nur rausbekommen. Ist okay. Können wir noch annehmen. Ist noch völlig fein. Gibt es kein Problem mit. Bisher läuft es auch ganz gut sogar eigentlich. Schweinereiter zum Ablenken ein bisschen. Also so, dass er deffen muss. Kanone. Loggen müssen wir leider. Ist aber okay. Okay, das Log trifft den Dart Goblin noch besser sogar. Wieder aggressiv reingehen. Mit Schweinereiter Heiß Golem. Feuerball kann diesmal drauf, um ehrlich zu sein. Wird nicht viel bringen, aber warum nicht? Haben Hit noch rausbekommen. Sehr schön. Agent kommt, nehme ich mal an, gleich. Aber wobei. Nee, eher weniger sogar. Okay, so, ist gut. Ja, und dann einfach nur noch pushen, damit er keine Zeit mehr hat. Er lässt sogar durch und ich habe die Kanone gefailt. Uff. Aber ist noch okay. Haben wir noch geschafft. Alles gut. Dann bauen wir jetzt ein richtiges Deck, aber. Weil wir können nicht so spielen, offensichtlich, ne? Als Golem haben wir zumindest die Meisterung gemacht. Deswegen nehmen wir die auch mit. 1000 Gold, lecker Schmecker. Und 500 Saisonmarken nehmen wir uns auch mit. So, decktechnisch müssen wir uns aber jetzt auf jeden Fall umbauen. Das Ganze hier im Müll. So, dann wissen wir jetzt, worum es geht, zumindest. Ich würde sagen. Also der Tesla. Also wir nehmen auf jeden Fall alle Karten, die wo elektromäßig einen Vorteil haben. Da sie nur geraged werden, würde ich sagen, bringt der Elektrogeist nichts. Aber wir nehmen ihn einfach rein. Wir testen so, weißt du? Wenn wir failen, dann failen wir halt, aber wir nehmen einfach mal mit rein. Tornado muss ich reinnehmen, eigentlich wegen den Agent. Der Evo ist auch. Und den Funky auch als Test. Ich glaube, wir haben fast. Wir brauchen noch eine Karte. Dann nehmen wir den. Ja, Lightning wäre zu teuer, deswegen nehmen wir den Zap-Zauber. Zum Testen, ja. Kann sein, dass der Funky jetzt keinen relevanten Vorteil hat für die Elektro-Challenge hier. Oder der Zap kann auch sein, dass er keinen Vorteil hat. Wir sehen es aber jetzt gleich. Funky wird natürlich insane geil, wenn der einen Vorteil hat. Aber jeder wird auch Elektromagisch spielen. Ja, Funky hat tatsächlich einen Vorteil. Das Problem ist nur, dass jeder halt. Ja, oder so, ne? Das ist halt irgendwo klar gewesen. Wir gucken wegen dem Sepp. Okay, Sepp hat keinen Vorteil. Der E-Spirit scheint einen Vorteil zu haben, aber einen relativ egalen. Ja, okay, wir kriegen Hit, aber es ist in Ordnung. Kann ich mit Leben noch? Kann ich mit Leben noch? Ich glaube, wir machen einfach mal Agent, gucken, was er darauf hat. Wenn er jetzt Mini-Packer hat, natürlich, oder Packer oder sonstiges, ist das natürlich sehr stark für ihn. Ah, da ziehen wir die sogar weg. So. Okay, wir sind ziemlich gleich jetzt wieder. Er hat ein bisschen Schadensvorteil auf der linken Seite natürlich. Aber es geht für uns noch klar, es hätte schlimmer sein können. Ja, danach müssen wir auf jeden Fall den Zap rausnehmen, weil der hat anscheinend keinen Buff. Gegen den Zap weiß ich aber auch gar nicht, was wir eintauschen, weil der Lightning hat vermutlich dann auch keinen Buff. Okay, der Funky war jetzt okay geplaced, aber wir machen so. Jo, passt. Ich setze jetzt bewusst die Zappies und nicht den Ewis, weil wenn er seinen Ewis setzt, dann stirbt er einfacher durch die Zappies als durch den Ewis. Okay, er hat gut aufgehalten bekommen. Zwei Zappies sind aber noch trotzdem an seinem Turm und werden gut damagen. Da reicht ein E-Spirit aus. Ja, E-Spirit hat an sich auch keinen Vorteil wirklich. Der ist halt schneller, aber das juckt ja wirklich eigentlich. Aber ja,
Warum nicht? Ist generell eh keine so beschissene Karte. Wir machen Agent hinten. Er wird Funkies setzen, nehme ich mal an. Zumindest gleich. Oder? Wir machen auf jeden Fall unseren Funky hin. Da ist seiner. Wir haben noch einen Knallzauber ready. Der war absolut schlecht, aber es ist in Ordnung. Sein Funky ist tot, das ist sehr gut. Ja, eigentlich war es das, oder? Ja, ich glaube, das war's. Okay, wunderbar. Dann tauschen wir noch ein paar kleine Sachen und dann bin ich ziemlich zufrieden mit dem Deck, was wir haben. Vielleicht ist der Sepp auch gar nicht mal so schlecht wegen seinem Funky. Schwierig zu entscheiden gerade, um ehrlich zu sein. Elektrogeist kriegt auch 1000 Gold. 5 Wins mit dem auch geschafft. Auch schön. Aber gut, nehmen wir uns nochmal die 500. Wir tauschen definitiv. Wobei, ha, ist es so schlimm? Ist der Sepp so schlecht eigentlich? Ja, wir können es mit dem Sepp eigentlich durchziehen. Wir behalten das Deck hier, 3,9er Schnitt. Tesla, Agent, Elektrogeist, Zappies, Tornado, Elektromagie, Funky und Sepp. Probieren wir. Ich weiß nicht, ob es mehr Karten gibt, die wo vielleicht einen Vorteil haben hier gegenüber der. Der Elektrodrache. Den müssen wir eigentlich ausprobieren, ne? Ich würde den wieder umtauschen gegen den Sepp eigentlich am Ende, aber ich will den zumindest testen. Ja, und der Rest sieht so aus. Gut, wir testen das mit dem Elektrodrachen noch. Der Sepp ist, glaube ich, besser, aber ich will den Elektrodrachen sehen, deswegen testen wir den mal. Weil der müsste eigentlich auch einen Buff haben, oder nicht? Wir fangen hier schon mal an aufzubauen. Andere Lane. Gut und schlecht. Er wird halt Agent spielen und vorspielen, wahrscheinlich genauso wie wir. Deswegen schlecht. Aber mal schauen, vielleicht ja gut auch. Das war definitiv besser für ihn, was er gemacht hat. Er hat unseren Turm und wir nicht sein. Ja, hat er strong gemacht. Hat er wirklich strong gemacht. Und nicht schlecht. Okay, wir kriegen zumindest Schaden raus, weil der EOS einfach der Macher ist. Aber okay. Ist fein. Wir sind noch gut damit davon gekommen. Es hätte schlimmer sein können. Wir müssen halt irgendwie seinen Turm zerstören jetzt ohne. Okay, das war jetzt zum Beispiel nicht so gut von ihm. Aber das nutzen wir jetzt aus. Der Elektrorache ist natürlich auch geboostet. Das gefällt mir. Er spielt den auch. Oh. Zumindest stirbt der Agent vorher noch, ne? Ja, das ist gar nicht mehr so schlecht dann. Der Funk hat sogar überlebt. Okay, sehr gut sogar, wirklich. Da muss er noch einen EOS da rein investieren. Wir gehen dann rechts mit dem Agent rein. Zumindest glaube ich, dass er dann EOS setzen wird. Genau. Habe ich nicht anders da erwartet, um ehrlich zu sein. Wir können das gleich ein bisschen abdämmen damit. So, und jetzt kriegen wir seinen Turm eigentlich auch, meine ich. Ich glaube nicht, dass er das zumindest gedeckt kriegt. Ne, kriegt er nicht. Wunderschön, dann sind wir zumindest gleich. Er hat halt mehr Schaden am King Tower gemacht, aber King Tower pushen werden wir jetzt nicht, deswegen. Mal gucken. Und noch dazu lässt er auch unseren ein bisschen dran. Elektrodrache nach hinten hin. Er geht auf den kleinen Turm. Wir machen das mal auch so. Wir haben ja den EOS an sich und das ist gut für uns, wie das gerade aussieht. Ja, das ist ein bisschen doof. Oh, schnell. Boah, was? Ich wollte. Okay, das war blöd von mir schon wieder. Ich habe alles verloren gefühlt. Wir gehen rein, einfach auf Brücke. Zappies blocken mit Zappies natürlich. Und das hier, oh, der Nado war so schlecht. Ich habe ihn mit der Nado vielleicht sogar. Ja, okay, nee. Der Nado war aber trotzdem nicht gut. So, wir machen Funky dahin. Falls Elektrodrache kommt, setzen wir unseren auch ein natürlich. Oh, okay, wichtig, wichtig, wichtig. Und auch wichtig, dass dein Elektromagier jetzt stirbt. Boah, sehr gut. Wir gehen full, wir gehen full. Ich töte seinen Elektrodrachen hoffentlich irgendwie. Funky. Boah, schön, dass er gefeuert hat. Ja, das war's eigentlich. Okay, gut. Elektrodrache muss wieder weg auf jeden Fall. Hat jetzt in der Runde vielleicht sogar mehr geholfen. Wobei. Boah, es ist schwierig zu sagen, ob wir den Elektrodrache behalten sollen oder nicht. Wir nehmen die 500 mit.
Kann man. Wir könnten auch Kanonierturm benutzen, actually, ne? Boah, das machen wir. Wir nehmen den Kanonierturm. Der ist definitiv geiler, glaube ich, für hier, weil niemand Spam spielen wird, gefühlt. Die Frage ist aber, ob ich den E-Dragon. Ich behalte den E-Dragon jetzt einfach mal. Wir behalten den E-Dragon. Wenn der scheiße wird, dann nehmen wir den raus. Aber ich behalte ihn mal. Das Ding ist, ein Sepp könnte wichtiger werden, glaube ich zwar, aber. Wir behalten den erstmal, wenn es noch funktioniert. So, oh mein Gott. Sehr unpassendes Timing für uns, aber ist noch möglich. Gut, dass wir den Kanonierturm haben jetzt genommen. Also das empfehle ich jedem von euch übrigens, ne? Den Kanonierturm auszurüsten. Das ist wirklich ein Muss eigentlich. Der hätte unseren Turm gefetzt eigentlich gefühlt schon sonst. So, da ist ein Elektro-Dragon. Den können wir mit Nado, auch wenn es nicht wirklich nötig war, ranziehen. Und jetzt kriegen wir seinen Turm gefühlt. Wir haben denselben Push wie er, nur schlechter. Und kriegen seinen Turm. Warum? Er hat Archer-Turm. Plus, er hat halt schlechter gedefft. Aber hat gut geklappt für uns. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal so rein. Wir machen einen Ewis, deswegen machen wir unseren schon mal hin. Ja. Sein King Tower fällt auch, basically. Er hat ein Erdbeben gesetzt. Er for real, sein Turm fällt. Und so schnell kann man auch gewinnen, natürlich, ne? Ja, also ich weiß es dann, aber wir behalten das auf jeden Fall noch so. Kanonierturm ist aber ein Muss. Das empfehle ich jedem von euch, wenn ihr das Turnier spielt. Es ist zwar nicht mehr da, wenn das Video online ist, aber gegen Agent generell ein guter Tipp. Wenn ihr wisst, ihr spielt gegen Agent, nehmt immer den Kanonierturm vorher. Klar, ist jetzt nicht so oft, dass man weiß, dass man gegen Agent spielt. Ich meine, actually wäre Packer ja auch nicht schlecht hier zu spielen, weil jeder Agent spielt. Oder Mini-Packer. Aber die Alternativen sind halt besser, Tesla-Turm und so. Ich würde wieder nach hinten setzen, auch wenn er pushen könnte. Und er spielt auch den Kanonierturm. Das gefällt mir nicht so. Sein EOS war jetzt zum Glück eher mäßig gut. Der Schneeball war strong dafür. Er kriegt das auch gedefft. Er kriegt das gedefft und ich kann da nichts gegen ändern. Oh, ich dachte. Kanonierturm vergessen. Ich dachte, ich kann King Tower aktivieren, kann ich aber nicht. Ja, wir setzen einfach mal die Seppis hin. Cyclen. Wir müssen irgendwie wieder vorankommen. Aber ja, das wird schwer sein, wenn wir beide Kanonierturm spielen. Spielt auch einen Feuerball, dieser Mann. Einfach E-Dragon cyclen. Ich will noch nicht den Funky oder den E-Giant setzen, weil den könnte ich noch gebrauchen und deswegen so. So, auf der anderen Lane hat er uns durchlaufen lassen. Tatsache haben wir mehr Schaden gemacht als er. Das deffte mit dem Eus. Genau. Boah, ich weiß nicht mehr, wie das ging mit dem King Tower genau. Ich glaube so. Wir probieren es einfach. Perfekt. Bin immer noch der King Tower Pro. Warum King Tower aktiviert auch? Er hat noch einen Schneeball wasten müssen. Wir sind im Damage-Vorteil am King Tower. Ist sehr geil. Sieht nach gut Chance aus für uns. Er hat gegen den Agent nur den Tesla-Turm bisher gezeigt. Ich glaube deswegen auch, dass er nur den Tesla-Turm hat. Ich finde, er ist aber nur okay eigentlich gegen den Agent, der Tesla sogar. Ich finde ihn nicht mal so sonderlich gut. Egal, wir setzen unseren hinten. E-Dragon und Nado ist mein Push, den ich vorhabe. Mal schauen, ob das dann funktioniert. Er hat halt wieder seinen Tesla-Turm, das ist aber klar. Habe ich schon irgendwo erwartet. Wir machen so. Ich will sogar die Sabis noch dazu setzen. Und gucken, wie es wird. Oh, schade, schade. Wirklich lief gut für ihn. Ja. Aber es ist nicht schlimm an sich. Wir haben ja Schaden gemacht und er nicht. Von daher passt es. Wir setzen einfach einen Tesla einfach rein. Einfach um den Schaden zu verringern. So. Und das kriegt er eigentlich auch gedefft wahrscheinlich wieder. Deswegen lassen wir das sterben einfach. Defensiver Elektrodrache. Da können wir einen E-Giant reinsetzen einfach. Okay, er hat wieder natürlich einen Tesla-Turm parat. Ey, die Seppis ziehen zu viel ab, die habe ich gar nicht gesehen. Egal, wir machen auch viel Schaden mit dem Elektromagier. Oh mein Gott. Boah, sehr knapper Win, sehr knapper Win wirklich, aber. Haben wir noch geschafft? Er hätte theoretisch unseren Turm übrigens auch zerstören können. Der hat Feuerball gespielt, dieser Mann.
Aber noch haben wir es geschafft und sind deswegen weiter. Wir behalten das Deck auch noch. 5 Siege und 0 Loses gefällt mir schon mal zu sehen. Ein spezielles Ziel habe ich jetzt nicht, außer natürlich mit euch so viele Punkte zusammen wie möglich. So wie kein Kanonierturm, wichtig. Aber Kanonierturm ist immer empfehlbar für hier. Ja, ist an sich ein Move, den hätte jeder machen sollen eigentlich. Habe ich nicht mitgerechnet. Vielleicht kriege ich das aber noch. Oh, nee. Ja, ich krieg seinen Elektrodrache down und wahrscheinlich auch sein Funky. Okay, sein Funky jetzt eben nicht, aber es war nicht mal. Das fand ich jetzt war kein guter Zug. Weil jetzt muss er meinen Elektromagier noch deffen. Ja, kriegt auch hin. Aber jetzt muss er auch meine Sevies gleich deffen. Das ist jetzt immer so ein Kreislauf irgendwie. Also geil wird's jetzt nicht. Guck, jetzt defft er meine Funky. Es war. Es wird. Ach, mal gucken, mit was er sie defft. Okay, ein Tesla. Dann musste ich nicht. Das wiederum treffen, immerhin. Aber Tesla verbraucht, was auch gut für uns ist. Ja, er hat einen Damage-Vorteil auf jeden Fall, weil halt Kanonierturm hat weniger Leben, ne? Ich weiß gar nicht, ob das smart ist, mit dem Funky reinzugehen. Ich würde sagen. Boah, sehr riskant von ihm, aber, ne? Hätte das geklappt, wäre das sehr strong gewesen, aber gebe ich zu. Okay, der Funky stirbt jetzt aber. Boah, aber hätte der abgefeuert, das wäre natürlich böse für geworden noch am Ende. So, King Tower wieder herholen. Dann sind wir gut dabei, haben wieder einen King Tower. Schadensvorteil hat er immer noch einen minimalen. Ist immer noch aushaltbar. So, Seppi ist einfach mal dazu. Ja, kann er auch machen, aber das wird ihm nicht so viel bringen. Beziehungsweise, ah doch, das bringt ihm nicht wirklich was. Die Seppis muss er noch deffen, das ist gut für uns. Ich würde sagen, wir setzen Funky nach hinten einfach hin. Ah, jetzt hat er genau einen Tesla gesetzt. Ich hoffe, der stirbt vorher ziemlich ab. Das können wir so machen dieses Mal. Boah, Junge, zum Glück hat der Kanonierturm noch hingeschossen. Ja. Leider feuert der Funky voll daneben, aber wir haben Schaden gemacht, auf jeden Fall guten. Wir machen so. Und dieses Mal machen wir den Eos drauf. Er wird nämlich seinen dummen Funky widersetzen wollen. Ja, siehst du. Nein. Dieses Mal nicht. Oh, aber ist gut. Der Eos stirbt nämlich. Tesla war failed. Okay, das war's. Jetzt war's das auf jeden Fall. Wunderbar. Dann haben wir das noch geschafft. Wichtig. Ja, eigentlich, um ehrlich zu sein, den hätten wir auch so oder so nicht verloren, glaube ich. Der hat zu wenig gepusht. Falls er überhaupt Agent im Deck hatte. Wir kriegen die Mastery von Agent auf jeden Fall 5 Wins Gewinn. Nehmen auf jeden Fall gerne mit. Ich schaue jetzt nochmal nach, ob der Typ Agent überhaupt ein Deck hat. Ja, der hatte Agent im Deck. Ich habe es dann einfach noch nicht gesehen, wie der gepusht hat. Und den Würfel nehmen wir wieder am Ende mit. Die Glücksbox. Wir nehmen nur die Kronen mit und sammeln wir am Ende alles ein. So, die Hälfte gewonnen. Noch die andere Hälfte haben wir vor uns. Und ja, mal schauen. Funky kommt auf jeden Fall nach hinten. Oh, er spielt Kanonierturm. Wir setzen einfach erstmal Seppis. Auf entspannt zum Cyclen. Und er spielt Guards. Okay, interessant. Ist gut gegen Funky. Also ist keine so blöde Idee vielleicht. Little Prince ist auch interessant zu sehen. Ist gestorben aber. Ich meine, er wird meinen Funky aufhalten können wahrscheinlich. Ich deff den so ein bisschen, sage ich jetzt mal. Ein Zap. Okay. Ich dachte schon. Den lassen wir durch. Es wird. Ah ne, nee, wir haben Kanonierturm. Wir haben gerade vergessen. Ne, dann wird es doch kein Schaden. Ja, wir können ihn einfach hinten setzen. Wenn er Funky spielt, spielt er Funky. Ist auch sehr wahrscheinlich, um ehrlich zu sein, aber. Okay. Nee, wir lassen sogar unseren Agent sterben und deffen sein, lieber. Ich möchte jetzt nichts Dummes machen, nämlich. Wir machen das Ganze so. Digga, der bleibt einfach stehen, der Agent, ne?
Krank. Ich hab ein bisschen gefailt. Ah, das ist nicht cool. Boah, das ist gar nicht gut, was ich hier gerade gemacht habe. Ich habe meinen Trunk verloren. Oh nein, okay. Das hier wird sowas von los, glaube ich. Vor allem, weil ich das noch deffen muss. Okay. Wir haben es überlebt zwar noch, aber mit einem Turmnachteil wird es schwierig. Wir können. Okay, das war jetzt kein guter Move von ihnen, aber vielleicht haben wir die Hoffnung. Vielleicht, mal gucken. Noch gebe ich natürlich nicht auf. Er zappt wahrscheinlich gleich, ja genau. Leider kann ich da jetzt nicht viel machen. Oh, der Tesla, schön. Okay, war gut, aber war gut. War gut. Ich weiß zwar nicht, ob wir den Turm zerstören, weil es halt ein Kanonierturm ist, ne? Aber ich glaube sogar ja. Leider war es ein Nein, die Antwort, und wir haben verloren. Schade. Haben sogar gut Comeback gemacht, aber es hat nicht gereicht, um seinen Turm zu zerstören. Ja. Vielleicht können wir nochmal statt den Elektrodrache aber mal, nachdem wir jetzt unseren ersten Loose haben, den Lightning Spell mal probieren. Der wird wahrscheinlich keinen Buff haben. Gehe ich jetzt mal sehr stark davon aus, weil weil der Sepp halt auch keinen hat. Aber einfach mal einen Lightning Zap nehmen, probieren, testen. Vielleicht ist er auch besser. Hätte uns jetzt hier zum Beispiel geholfen, sehr gut. Wobei, der könnte generell auch geil werden. Naja, wir testen einfach mal, ne? Blitzzauber gegen Elektrodrache. Kostet uns halt eins mehr. Ist aber okay. Wir machen auch unseren Funk hier hin. Ja. Boah. Gut, sehr gut sogar. Aber er wird wahrscheinlich. Oh, wobei. Wir nehmen den Elektro-Magier mal weg von da. Ja, es hat sich, glaube ich, gelohnt von den Kosten her. Oh, wir kriegen sogar einen Hit. Okay, es hat sich definitiv gelohnt, den EOS wegzuziehen. Dankeschön dafür, Monsieur. Ich würde einfach mal einen Agent Push starten, auch wenn der Tesla da ist, aber der ist so müllig positioniert dafür jetzt. Das stört mich nicht. Der Lightning Spell hat halt hier keine Wirkung jetzt, weil wir können den zwar resetten, den Funk hier, aber das wird nichts bringen. Deswegen lassen wir ihn Funky sein einfach. Ist okay, ist fein. Ich hätte King Tower machen können, aber lieber nichts machen erstmal. Chill, eigenen Funky setzen und gucken, was er macht. Wir können wieder einen Ewo setzen, klar. Falls er dies macht, machen wir unseren, dass unserer gewinnt. Okay, er setzt ein bisschen mehr, als wir das sollen. Da können wir zum Beispiel einen Blitz. Okay, der Blitz war jetzt ziemlich unnötig. Ist okay, aber. Also, wir können es zumindest damit deffen. Und vielleicht wird das noch was, ja. Der Blitz macht leider nichts Spezielles, habe ich aber auch schon gedacht. Wir sind ja ziemlich gut im Vorteil noch trotzdem, deswegen bin ich noch chillig. Wenn er Funky links geht, gehen wir mit rechts Agent plus Seppis rein. Das war ein sehr guter Tesla von ihm, muss ich sagen. Ja, das war wirklich ein sehr guter Tesla. Nein, der hat ihn geresettet noch. Das kann nicht sein. Okay, der ist Funky war absolut schlecht. Ich brauche Agent und Light und Ding. Bro, überlebt der Ewus oder was? Okay, wir müssen schnell handeln. Ah, ich glaube, das reicht aber nicht, ne? Nein, das reicht auf gar keinen Fall aus. Oh, zweiter Loose direkt hintereinander.
Ja, der Lightning Spell ist es leider nicht so, ne? Aber wir konnten wenigstens sehen, dass der nichts Spektakuläres kann. Ich glaube, da nehme ich wirklich lieber den. Ach, ist das schwierig zu sagen, was ich am liebsten reinnehme. Bei der E-Dragon ist jetzt auch nicht der geilste. Durch was sind wir denn gestorben? Durch so Kleinigkeiten immer, ne? Vielleicht wäre so eine Spam-Sache mal gar nicht so übel. Es gibt halt keine Elektro-Spam-Sachen, deswegen müssten wir uns für uns überlegen, was wir nehmen. Ja, schwierig, schwierig. Wir könnten ja sonst einfach mal eine normale Goblin Gang oder so nehmen. Die Guards waren auch nicht schlecht von dem Typen, ne? Ich glaube, wir gehen sogar auf die Taktik von dem Menschen und nehmen Guards. Ja. Warum nicht? Wir probieren es mit Guards. Wenn wir raus sind, sind wir halt raus. Die Hälfte haben wir geschafft, bin ich wirklich schon eigentlich ganz zufrieden mit. Aber das war gerade ein bisschen lächerlich, dass ich das auch durchgelassen habe, ne? War eigentlich so gut wie gewonnen. Tesla-Turm. Das heißt, wir lassen den Funky sterben von uns. Und gehen gleich mit dem Agent richtig rein dann. Den Death Dates mit. Das hätte ich jetzt nicht gemacht, aber okay. Wir gehen auf der anderen Lane, ist aber egal an sich. Ich mache das einfach nur so. Mal gucken, was hat er denn eigentlich zur Defense noch? Funky offensichtlich nett. Der greift an, er lässt seinen Turm mal so fallen, Junge. Okay, dann müssen wir nur deffen. Ja, okay, Elixier Golem ist, glaube ich, keine gute Idee in diesem Turnier, aber jedem das seine. Sein King Tower fällt sogar. Ja, schon ein bisschen. Ich würde euch nicht empfehlen, Elixier Golem hier zu spielen, aber was weiß ich denn. Ja, okay. Raphael Elixier Golem vielleicht wegnehmen. Aber für uns besser jetzt, weil wir jetzt gewonnen haben. Und können wenigstens sagen, dass wir über der Hälfte geschafft haben. Gegen Blue Dronic 78. Dann schauen wir mal. Ich würde einfach sagen, wir machen gleich einen Agent nach hinten. Auf entspannt. Schauen wir mal. Er macht auch einen Agent, das heißt, wir deffen lieber als zu pushen. Machen einen Funky gleich. Ja, würde ich mal sagen. Macht er genauso. Nur machen wir mehr Schaden, weil wir halt einen. Okay, er hat einen Zap noch gesetzt. Ist aber okay, trotzdem haben wir mehr Schaden gemacht, weil wir Kanonierturm haben. Der Kleine. So. War trotzdem solide, ja, war trotzdem ganz gut eigentlich. Ich glaube, wenn wir ganz schnell mit Agent Brücke gehen, dann hat er nicht mal so schnell wie wir den Agent, was auch geil ist. Deswegen machen wir das jetzt. Er hat einen Tesla. Fair. Ah, okay, er hat einen Zappis, okay. War vielleicht schlecht von mir sogar gehandelt gerade. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht es schafft noch was. Okay, schafft er nicht. Gut so. Ja, okay. Nee, das geht klar. Das ist okay. Er muss die Zappis auch deffen, glaube ich. Ja, wobei er hat einen Tesla noch. Aber ist egal. Okay, E-Dragon kriegt einen Hit raus, aber lassen wir auch. Ist okay. Okay, er hat sogar zwei Hits bekommen. Ist aber ein Feind für uns. Also die Frage ist, mit was gehen wir rein? Ich setze jetzt einfach Guards vorne, um zu cyclen. Ein Zap, okay. Ich mache einfach mal einen Funky. Ich traue mich mal. Oh, er setzt sein Funky. Aber das weiß ich gar nicht, ob das jetzt so eine Giga-Chat-Idee ist, ne? Okay, er hat es gut hinbekommen, noch sagen wir es mal so. Aber das tut ihm ja jetzt auch nichts bringen, ne? Ich habe ja auch den E-Wiz. Also es war so mäßig, was er gemacht hat. So kann man machen, aber zum Pushen hat ihn das jetzt nicht wirklich was gebracht. So, wir müssen aber mal einen Schadensvorteil bekommen. Ah, er hat wieder einen E-Gent gesetzt jetzt. Da kann ich halt nichts machen. Es wird beides draufgehen wieder von uns. Ist halt einfach so. Boah, den Eos. Okay, der war okay, der war gut, der war gut. Der Eos war sehr gut sogar.
Boah, Digga, okay, das ist, wenn wir das jetzt nicht haben, wirklich. So, Dankeschön. Das müsste eigentlich Win sein schon. Einfach Funky einfach so rein. So, perfekt. GG. Haben wir noch gewonnen. Ja, aber es ist immer so eine Sache in diesem Turnier, ne? Wir greifen irgendwie nie an die Gegner oder schaffen es nie richtig durchzukommen. Nur mit so Kleinigkeiten. Aber das muss man halt. Ja, ist halt auch schwierig zu deffen manchmal dann, ne? So, wir gucken mal. Er spielt wahrscheinlich auch. Also, spielen würde ich sagen über 90% der Leute Agent und Funky in diesem Turnier. Mhm. Wir haben leider den Funky nicht in der Hand. Ist aber nicht dramatisch. Wir können auch mit Seppis steffen. Also, wobei reichen nur Seppis aus? Ich glaube nicht. Wobei. Doch, die reichen sowas von aus. Oha. Der Kanonierturm regelt jetzt noch. Und wir haben sogar guten Schaden gemacht. Und ich würde uns auch King Tower aktivieren. Schönes Ding. Haben King Tower auch dazu noch. Gefällt mir. Kriegen noch ein bisschen Schaden raus. Ja, da bist du schon ordentlich Schaden. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Funky. Ah, wobei Funky war Misplay, ja. Also ich wollte schon setzen, aber es war nicht gut, den zu setzen. Wir gehen mit Agent rein. Vielleicht kriegen wir seinen Turm so. Oder gibt er auf? Ich meine, er hat Pass, er kann easy neu starten. Jo, er gibt auf. Okay, besser für uns aber. Deswegen gönnen wir ihn den schnellen Loose, holen uns die Kronen ab, die 6 Stück, die für das Ostern-Event genau passend sind und für unseren Free Pass auch weiter uns voranbringen werden. Genau. Haben den 9. Sieg und den nehmen wir auch gerne mit. Noch 2 Siege, dann haben wir alles Wichtige abgeholt. Dann können wir noch den 3. Sieg machen und haben noch den Banner, falls wir das schaffen. Kobold Fass, interesting. So, wir haben King Tower direkt. Ist wichtig, wenn wir gegen Kobold Fass spielen, auf jeden Fall. Kobold Fass ist sogar auch gar nicht mal so blöd. Ich spiele jetzt zufällig Nado, aber wir haben jetzt keinen gesehen, der Nado spielt auch. Ne? Von daher möglich, dass Kobold Fass eine gute Wahl ist. Ja, okay, der ist sowas von easy gedeft. Das versuche ich gar nicht erst noch irgendwie zu blocken. Und er kommt mit Elixier Golem. Oh, okay. Ja, er hat schon gut, er hat wirklich sehr gut, er hat unseren Turm fast bekommen auch. Oh, er kriegt unseren Turm. Ah, oh, und wir haben gar nichts bekommen. Das ist für gewöhnlich nicht so gut. Na, vor allem, weil ich kein Nado habe, jetzt bitte das wieder machen können, ne? Oh, nee. Okay, nee, wir versuchen das ein bisschen zu blocken. Feuerball war auch strong von ihm jetzt hier, ne? Ja. Ha. Okay, das ist halt insane, was er hier macht. Dass er jetzt nochmal aggressiv reingehen will, ist ein bisschen übertrieben. Aber ist besser für uns, dann kriegen wir ein bisschen Elixier zurück. Plus, wir können jetzt einen Push starten langsam. Okay, das ist gut, das gefällt mir. Und vielleicht können wir jetzt dann doch zurück pushen und es wird sich lohnen. Mal gucken. Das ist unser letzter richtiger Try auch noch dazu. Also, wenn der nicht wird, dann unwahrscheinlich. Nado jetzt. Ja. Ich meine, wir machen Schaden, aber das reicht halt auf gar keinen Fall aus. Wir machen mal so einen Mini-Scheiß-Push, da kann er einen Feuerball draufschmeißen. Genau. Und dann gucken wir mal, ob wir wieder sowas hier ein bisschen ohne Funky, weil ich glaube, der Funky ist mehr benachteiligend. Er hat einen Zap auf den Agent gehauen. Wieso denn das? Okay, aber wir machen Schaden. Okay, den Turm kriegen wir sogar vielleicht. Komm schon. Ein bisschen nur. Nein, der hat es noch geblockt bekommen. Okay, das war's dann. Shit. Das kriegen wir niemals so schnell down. Oh, der Typ hat uns bekommen. Ich glaub's nicht. Ja, er hat auch einen Zap noch gesetzt. Hat er gut gespielt natürlich auch, ne? Muss man lassen.
War jetzt auf keinen Fall von ihm schlecht gespielt. Ich habe ein paar Fehler gemacht natürlich, aber anscheinend funktioniert der Lexi-Golem dann doch. Habe ich mich vorher lustig gemacht, aber jetzt lacht der Mann mich aus. Schade drum, wirklich. Wir werden natürlich keine 100 Gems payen, aber das wäre das wunderschöne Elektro-Buff-Herausforderung. Ja, was soll ich sagen? Wir öffnen hier uns jetzt gleich alle Belohnungen, die wir haben. Wir gehen gleich diese... Wir machen erstmal den Pass, genau. Wir machen erstmal die... Beziehungsweise, nein, was laber ich denn da? Wir holen uns noch die 1000 täglichen ab. Wir kopieren unser Deck, weiß ich, wenn ich das dürfte. Nee, natürlich tut er mir X-Bogen hier rein. Was denn sonst? Gut, dann bauen wir unser Deck hier nochmal schnell zusammen. Holen uns noch die 1000 täglichen ab. Die habe ich jetzt voll vergessen. Das machen wir ja normalerweise immer. Weil Punkte sind Punkte. Der Evos war definitiv drin, der Funky war drin. Die sind ja für gewöhnlich auch einfacher. Sage ich immer wieder, ich weiß, aber stimmt auch. Die Guards haben wir noch gehabt, genau. Die Guards haben mich jetzt nicht überzeugt, um ehrlich zu sein, aber wir nehmen sie jetzt einfach mit rein. Zwei Runden gewinnen müssen wir noch und dann sind wir auch durch für dieses komplette Turnier. King Turtle. Mal gucken, wie gut die sind. Vielleicht wissen die auch gar nicht, was man da machen muss im Turnier, weil ich wusste es ja auch nicht am Anfang. Das ist ein relativ neues Turnier und es wurde auch nicht wirklich angedeutet, worum es da geht, sage ich mal. Sieht auch so aus, als ob der wenig Ahnung hätte, der Bree. Okay, er hat meinen Funky down, basically. Wobei, nee, noch nicht. Sein Turm ist aber fast down. Als ob ich jetzt seinen Turm bekomme. Ich habe ja nicht mal Mühe gemacht. Okay, das wäre natürlich sonst zu krass. Ja, aber das müssten wir easy gewinnen eigentlich. Ja, das ist ein Emote, den bekommen wir jetzt auch bald wahrscheinlich dann. Vom Oster-Event nämlich. Ich würde jetzt ganz im Ernst so einen Lone-Push machen hier einfach. Oh Gott, er sitzt genau im Tesla-Turm. Das Geile ist, es ist sogar noch in Ordnung für uns ausgegangen. Sein Tesla ist weg, sein Evos ist gestorben. Ist okay, wir können Agent setzen und haben seinen Turm. So, fertig ist. Ich glaube, der kann das nicht mehr deffen. Mit Zappies könnte er es sogar gut deffen. Wir machen die mal weg. Wobei, das könnte auch ein Fehler gewesen sein, weil ich musste jetzt irgendwie deffen. Oh, ich habe den Kanonierturm nicht an. Kann ich den überhaupt auswählen? Ich weiß es nicht. Egal. Ist nicht so schlimm. Oh Gott. Na, okay. Auf einmal ist er Pro-Gamer. Okay, zum Glück kann man den Dauerstun mit den Zappies legit. Okay. Ja, dann machen wir Funky Agent hier. Okay, er hat seinen Tesla auch verschwendet. Schnell, bevor er was setzt, den Agent. Aber ganz schnell. So, falls Goblin Gang kommt. Schade. Welche rein, die töten den schon. Okay, und er kümmert sich zu sehr um den Funky und scheißt auf den Agent anscheinend. Ja, wir machen so ein bisschen so diesen. Ich weiß gar nicht, der Tesla-Turm reicht wahrscheinlich nicht mal, um das zu deffen. Aber während er sich anstrengt, unseren Turm zu zerstören, gehe ich einfach auf seinen King Tower. Und haben es so gemacht. Und haben sogar 6 Kronen bekommen, weil er unseren Turm noch nicht zerstört hat. Wichtig, kriegen auch ein paar Punkte mehr. Und zwar genau 790. Das heißt, die nächste Runde, wenn die ein Win wird, ist safe. Dann fertig. Nochmal. Dieses Mal gegen Mohammed. Viel Glück und er spielt den Kanonierturm. Okay. Zur letzten Runde noch eine Herausforderung, also. Dann schauen wir mal. Okay, bleibt voll erstmal. Ist natürlich gut für uns. Setzt dann Ewis rein. Mhm. Okay, das müsste als Defense halt reichen, was er hat. Ich weiß nur nicht, ob der kriegt trotzdem guten Schaden aus, glaube ich eigentlich immer. Okay, Goblin Ken kommt rein. Ja, da können wir immer so machen, das passt. Leider macht der Electro Spirit nicht mehr Schaden, aber ist in Ordnung. King Tower aktivieren wir uns mal.
Und sieht schon ganz gut aus. Ich würde einfach sagen, wir machen dasselbe wieder. Funke hinten, Ejan vorne dran. Pushen ihn damit dann und läuft ganz gut eigentlich dann. Und den Ejan davor. Perfekt. Und das müsste es geregelt haben. Auch wenn er den Funke killt. Aber der Ejan selbst müsste guten Schaden kriegen. Anscheinend nicht den Turm zerstören. Aber ja, okay, war jetzt nicht sonderlich. War in Ordnung, ja, kann man machen. Ich meine, er ist sowieso wieder einer der Spieler, die bleiben hinten, deffen totes Hardcore und pushen nur mit Goblin Barrel oder so, von daher wird er auch keinen Schaden machen. Deswegen geht es klar, können E-Spirit hinten setzen, cyclen und falls Goblin Gang kommt halt, aber wird nicht, sage ich. Ja, Princess, okay. Machen wir einfach einen Eos rein und predicten seine Goblin Gang. Wie gesagt. Ja, er wird jetzt ein bisschen Schaden machen. Lassen wir zu, aber von mir aus. Dafür gehe ich jetzt aggressiv rein, gleich mit E-Giant. Machen wir aber auf die Seite, damit dann Tesla ein bisschen besser setzen muss. Machen hier einen Funky hin. Machen hier Servis hin. Ganz schnell Elektrogeist noch. So. Feuerball war strong natürlich, aber das war's. Wobei der Agent schafft es wieder nicht am Turm. Boah, ich glaube das nicht. Es könnte noch schwer werden. Es könnte noch schwer werden sogar. Oh, Mann. Ich werde jetzt Kobold fast wieder spielen, nehme ich mal an. Nee, noch nicht. Okay. Okay, da war ich gezwungen, den Eos zu setzen wegen der Princess. Den Funky lassen wir sterben. Er hat sogar noch eine Luftpost verschwendet. Ja, wir machen so, falls er den Tesla zu weit vorne setzt. Schade. Das war ein schlechter Nado. Ein absolut beschissener Nado. Ah, ich glaube, das kriege ich nicht mehr hin, ne? Oh, der Ewis. Okay, warte. Lass mich überlegen, das ist knapp. Das ist sehr knapp sogar. Ich glaube, ich benutze den Agent nur noch defensiv. Das heißt, ich setze ihn jetzt hier ein. Nein, er hat Schaden bekommen. Okay, okay, ist in Ordnung. Die Princess töten wir. So. Der Feuerball reicht nicht ganz aus, aber der Agent ist dran und hat den Turm geholt. Okay, spannendes Match nochmal zum Ende. Wunderbar. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Wie gesagt, haben die 1000 täglichen dann nochmal abgeholt. Haben genau 6700 Tokens. Setzen wir gleich allein. Und unsere erste hier Tower Troop Kiste. Ja, wir nehmen die einfach mal mit und bekommen Princess. Schade. Relativ unnötig. Und das war nicht unsere erste anscheinend, sehe ich gerade. Huch, bin blöd. Naja, auf jeden Fall öffnen wir erstmal den Pass. Den Free Pass, den wir haben. Sollte ja üblich sein eigentlich. Aber nichts Besonderes. Ein paar Level-Ups, die nehmen wir natürlich immer mit, weil wir vorankommen müssen, aber. Jetzt nicht, wo ich. Okay, Skelette sind cool, Tesla ist auch geil. Der Rest ist eher semi. Dann nehmen wir hier. Ja. Ein paar Upgrades halt, ne? Luftpost haben wir sehr oft bekommen schon, das ist interessant. Wir bekommen nochmal dann hier Minenwerfer, Koboldfass und Flugmaschinen. Ja, es hat. Zeug, das nehmen wir natürlich mit, aber das ist jetzt nichts Phänomenales. Joker sind sehr geil, nehmen wir gerne mit. Ein Henker. Ja, war okay, war okay. Dann öffnen wir unsere wunderschöne Glückstruhe jetzt. Und da kann viel Cooles kommen, aber auch Schutt. Selten. Episch, okay, episch, episch, episch. Da kann sehr viel Gutes kommen. Sehr viel. Da kann auch Schutt kommen. Zum Beispiel Cash, Gold. Brauchen wir gar nicht. Ich drücke drauf, hebe die Hände hoch. Und es sind drei Champion-Joker.
Boah, das wird uns sehr viel bringen, auf jeden Fall. Ja, drei Champion Joker sind natürlich extrem geil. Freue ich mich drüber. Ja, wir dürfen wir auch nicht wählen, nehme ich mal an, weil wir noch keinen freigeschaltet haben. Aber ist schon mal geil. Das heißt, sollten wir aus der Truhe, keine Ahnung, Skelettkönig bekommen, haben wir noch Level 11, können wir noch direkt auf 12 bringen und zwei Stück schon rein tun für Level 13. Als Beispiel. Vielleicht hebe ich sie mir noch auf für einen Little Princen oder eine andere. Ist auf jeden Fall aber gut, was wir gezogen haben. Gefällt mir. Und dann haben wir noch das Oster-Event. Das checken wir jetzt aus, wie weit wir eigentlich gekommen sind. Bis hier. Wow. Das dauert ja gar nicht mal mehr so lange. Das ist im nächsten Video schon fertig. Wir nehmen erstmal alles mit. 5000 Gold. 100 gewöhnliche sind. Königsriese. Den Emote nehmen wir mit. Der ist limitiert auch noch dazu. Ist unser erster. Ne, unser zweiter, ne? Limitiert Emote. Ja, aber unser erster richtiger. Weil den kann man ja immer noch bekommen. Aber ja. Sieht ganz. Ja, ist ganz cool, nehme ich mal an. Ist jetzt nicht so ein, den würde ich aufsetzen. Tauschmarke nehmen wir mit. Und wir schalten Kanonier frei. Auch cool. Den Barbaren-Evolutionschart nehmen wir auch gerne mit. Und den Packer. Moment, man musste man 50 Gems dafür bezahlen. Wie auch immer, auf jeden Fall nehmen wir das mit. Haben noch einen Emote. Limitiert auch. Ja, sehr interessant und sehr cool. Denke ich mal. Was willst du von mir? Ach so, Kanonier will er mir demonstrieren. Ja, hier. Wir leveln die Karten gleich. 20 seltene haben wir noch nicht. Ach so, okay, genau. Das fehlt noch. Und dann die zwei Barbaren kriegen wir nächste Folge. Und dann setzen wir jetzt unsere Punkte ein. Beziehungsweise wir graden erstmal alles ab, dass wir das durchhaben. Und zwar haben wir die Luftpost immer. Nein, nicht nehmen. Upgraden. Mensch. Schade, dass es keine Kategorie Upgraden gibt. Dass man einfach alle Karten, die upgegradet werden müssen, oben sind. Glaube ich zumindest, dass es die nicht gibt. Nee. Schade. Wäre cool gewesen, wenn die das mal noch ändern. Aber ist nicht so schlimm. Level 8 Minenwerfer. Level 8 Königsriese. Die Karten steigen. XP steigt. Alles wunderbar. Level 8 Musketieren. Wir haben halt überschüssig Gold wie noch was, ne? Level 8 Rakete. Das war früher auf keinen Fall so, ne? Das war komplett anders da früher. Und es war's. Nur noch der Kanonier, ne? Meine ich. Aber wir können auch den Kanonier ruhig upgraden. Wenn ich. Hier, genau. Kanonier. Kann wir auf Level 8 bringen oder so. Machen wir auf jeden Fall. So, wunderbar. Und ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was wir bekommen. Jetzt ist die Frage natürlich, wofür setzen wir was ein? Wir haben Jokers, haben wir keine epischen, ein paar gewöhnliche und viele gewöhnliche und ein paar seltene. Ich würde sagen, ja, wir können natürlich den Eisgeist auf 9 bringen. Aber ich würde sagen, wir nutzen den Deal, den wir hier noch haben, aus mit dem Tesla und kaufen uns nochmal die vier letzten Tesla, die wir kaufen können für 2000. Das sind einfach nur optimal, würde ich machen. Machen wir jetzt deswegen auch. So, dann können wir das nicht mehr kaufen. Haben gute Tesla bekommen schon mal, damit wir ihn auf Level 11 bekommen. Ritter würde ich gerne auf 11 machen demnächst, aber mal schauen. Ja, dann würde ich nochmal die drei gewöhnlichen 100er holen, dass wir 300 mehr haben. Bietet sich halt einfach an. Jetzt wird es schwierig, weil die gewöhnlichen zu kaufen. Ja, wobei müssen wir halt auch machen noch eigentlich, ne? Der Rest ist Müll. Deswegen geht es wirklich nur darum, ob wir die gewöhnlichen, die Rares meine ich, die seltenen, kaufen oder nicht. Weil die bringen uns im Moment halt nicht wirklich was, aber wir werden den Feuerball ja irgendwann auf 11 bringen müssen. Deswegen machen wir das einfach. Die sind ja gerade ein bisschen billiger als die anderen. So, 112 haben wir. Das gefällt mir. Wie viele dürfen wir stacken? Haben wir zu viele? Ne, das passt noch. Gewöhnliche brauchen wir halt um die 750 für den Ritter. Ich würde es sogar machen, dass wir jetzt noch die letzten 1100 oder 1000 nur in dem Falle ausgeben für. Nein, für die gewöhnlichen. Ja, damit wir den Ritter hochbekommen. Hätte ich jetzt auf X-Bogen auch machen können, aber den benutzen wir erstmal noch nicht. Und ich glaube, der Ritter kann dadurch.
Boah, wobei, aber warte, wir brauchen wie viel? 4, 54. 754. Haben, sag mir nicht, wir haben genau 754 Joker. Wie zufällig kann das sein? Aber das reicht genau aus, um ihn auf 1000 zu haben. Wunderbar. Mach ihn auf Level 11. Das heißt, er ist auf Turnierstandard jetzt. Und der ist auch ready zum Benutzen für Liga theoretisch. Unsere erste Karte auf 11 für Liga, die wo wir benutzen können in diesem Deck. Zudem nächst wird der X-Bogen auch auf 11 sein. Ah, nee, was laber ich da? Der Kampfhäuser ist schon längst auf 12 sogar. Ja, langsam und sicher können wir das Deck vielleicht sogar benutzen, was ganz cool ist. Gibt es noch was, was ich vergessen habe jetzt eigentlich? Nee, ne? Die seltenen Joker, die benutze ich jetzt mal noch nicht. Hat jetzt noch keinen Sinn, brauchen noch 400. Also für den Feuerball auf Level 11, aber der wird wahrscheinlich auch demnächst da sein. Tesla-Turm könnten wir nächste Season vielleicht bekommen mit ein bisschen Glück. Auf Level 11. War halt cool, dass es diesen Angebot hier gab. Ist schwierig, aber mal gucken. Ist auf jeden Fall nice, dass wir so weit gekommen sind. Unser Deck, was wir ja benutzen zum Leveln, ist das hier. Und, by the way, ah, da hat sich sogar noch mehr gelohnt, den Ritter auf 11 zu bringen, weil den benutzen wir ja eh. Das machen wir nächste Folge dann hier auch. Wir gehen hier hoch und ich öffne die Champion Chest dann auch. Also kein Warten mehr für euch. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge Clash Royale gefallen. Gebt Daumen hoch dafür mehr Clash Royale Content. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das verpasst wollt. Könnt ihr auch die Glocke aktivieren. In der Videobeschreibung findet ihr meine Social Medias verlinkt. Und noch ganz kurz gesagt, natürlich werden wir nächste Folge auch das hier fertig machen mit dem Ostern-Event. Da keine Angst haben. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und ciao. Leute!